Hallo Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es weiter mit dem Bundesliga-Check. Und zwar, wie ihr sehen könnt, mit dem SC Paderborn. Der Aufsteiger aus der zweiten Fußball-Bundesliga greift zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der Bundesliga an. Und wir gucken darauf, wie der Kader der Paderborner aussieht, was Steffen Baumgart mit seinem Team fordert, also welche Spielidee verfolgt der SC Paderborn eigentlich und welche Spieler könnten noch kommen und vor allem natürlich auch welche Spieler könnten in diesem breit gefächerten Kader auch noch gehen. Zuallererst aber der Blick zurück auf die letzte Saison, denn das war ja eine Saison, die man so nicht erwarten konnte, die sicherlich auch keiner erwartet hat. Am Ende wurde Paderborn Zweiter und somit war man Aufsteiger und das als Aufsteiger. Man kam ja aus der dritten Liga in die zweite Liga und ist durchmarschiert in die erste Fußball-Bundesliga. Das ist eine Story, die du eigentlich keinem erzählen kannst, weil es so unglaublich ist, dass das wirklich passiert ist. Ich denke mal, viele gönnen es Paderborn auch einfach, weil es so ein sympathischer Club ist. Ich genauso und ich freue mich sehr darüber, dass Paderborn zurück in der Bundesliga ist und aufgrund der vergangenen Saison haben sie sich auch einfach verdient. Schauen wir nun mal auf die Neuzugänge, die der Paderborn an Land gezogen hat, denn es sind reichlich Spieler schon hinzugekommen. Es werden sicherlich noch zwei, drei Leute kommen, aber schon jetzt hat Paderborn wirklich viele Spieler geholt. Der erste Name, den wir sehen, ist Stredi Mamba. Der ist von Energie Cottbus gekommen. Ein Mittelstürmer, der vor allen Dingen auch körperliche Stärke mitbringt, sicherlich eine weitere Alternative. Und man muss natürlich sagen, jetzt bei den Neuzugängen, es wurde kein einziger Cent für eine Ablösesumme ausgegeben. Das sicherlich auch nochmal ein Fakt, der sicherlich auch für Paderborn spricht. Johannes Dörfler, sicherlich einer der stärksten Transfers von Paderborn in diesem Transfersommer. Er ist ja vom KFC Uerdingen gekommen und ist ein Rechtsaußen, der auch bei mehreren Bundesligisten auf dem Zettel stand. Also Freiburg war auch interessiert, Augsburg wurde auch mal genannt. Am Ende hat sich Paderborn durchgesetzt und der Junge bringt ihm auch das Potenzial mit, sich in der Bundesliga durchzusetzen. Jan-Luca Rumpf ist als Innenverteidiger gekommen von den Sportfreunden Siegen. Er ist natürlich ein sehr, sehr junger Spieler, der eigentlich in der Bundesliga jetzt ja noch nicht wirklich leicht zu finden ist. Also ob der sich jetzt schon zeigen kann, wird man sehen. Marcel Hilsner ist von Hansa Rostock gekommen. Auch er ist ein Rechtsaußen, ebenso wie Kauli, der vom MSV Duisburg gekommen ist. Sicherlich ein Spieler, der auch jetzt schon eine gute Rolle spielen wird. Luca Kilian, ähnlich wie bei Rumpf. Auch er ist ein junger Innenverteidiger. Er kam ja von Dortmund 2. Die werden sich natürlich erstmal hinten anstellen. Man wird sehen, welche Rolle diese beiden noch einnehmen werden. Yannick Huth ist ganz klar als Nummer 2 gekommen vom FSV Mainz 05. Er wird sicherlich Leopold Zingerle angreifen, aber der ist die klare Nummer 1. Yannick Huth als Nummer 2 verpflichtet worden. Und dann noch Rifet Kapic von den Grasshoppers Zürich, ein zentraler Mittelfeldspieler, der sicherlich auch eine gute Rolle einnehmen wird. Und dann kam auch noch vor ein paar Tagen der Neuzugang aus Mainz, Gerrit Holtmann, eine Leihgabe, sicherlich auch ein Transfer, der komplett Sinn macht. Man zahlt keine Ablösung, man bekommt aber ein Jahr einen Spieler, der das Potenzial besitzt, sich in der Bundesliga durchzusetzen. Und dann ist noch Felix Drinkgut zurückgekommen von seiner Leihe an die Sportfreunde Lotte, ein Rechtsaußen. Welche Rolle der einnehmen wird, wird man dann in den nächsten Wochen noch sehen. In Sachen Abgängen ist bei Paderborn auch reichlich passiert. Also es gibt wirklich viele, viele Veränderungen, weil natürlich der Kader eigentlich so zusammengestellt war, dass man in der zweiten Liga vielleicht die Klasse halten kann. Und jetzt ist man auf einmal in der Bundesliga. Natürlich ist durch diese starke Saison auch was passiert, denn viele Spieler sind interessant geworden. Und man hat zwei Leistungsträger auch verloren. Zum einen ist Philipp Clement zum VfB Stuttgart gegangen für 2,5 Millionen, somit ist er in der zweiten Liga geblieben. Für viele überraschend, muss er selber wissen, ob er das wirklich eben so machen wollte. Anscheinend wollte er es. Paderborn wurde finanziell gut entschädigt. Ebenso wie bei Bernhard Tekpetay, der eine sehr, sehr starke Zweitligasaison gespielt hat. Auch wenn er zum Schluss der Saison eigentlich nur noch Ersatzspieler war, trotzdem war ein wichtiger Faktor. Er ist für 2,5 Millionen Euro erst einmal zurückgekehrt zum FC Schalke 04. Weitere Abgänge waren alles ablösefrei. Also man hat keinen Cent ausgegeben. 5 Millionen durch diese beiden Spieler eingenommen. Somit in Sachen Finanzen alles richtig gemacht. Felix Herzenbruch hat den SC Paderborn auch endgültig verlassen. Er ist zu Rot-Weiß Essen gegangen. Sascha Heil hat den Verein ebenso verlassen wie Oliver Schindler. Lukas Böder ist ablösefrei zu Duisburg gegangen. Julius Düker ist auch nun endgültig weg. Den hat man an den SV Meppen abgegeben. Und Luca Pfeiffer ist gegangen zu den Würzburger Kickers. Und Wien Wiesbaden hat sich Philipp Tietz geschnappt. Also es ist sehr, sehr viel passiert. Viele Spieler sind gekommen, viele Spieler sind gegangen. Auch wenn sicherlich noch weiterhin etwas passieren wird. Denn wir gucken nun mal auf die Mannschaft und da sehen wir nämlich, dass man immer noch viele, viele Spiele hat und da vielleicht noch ein bisschen ausmisten sollte. Wir haben im Tor natürlich im Paderborn Leopold Zingerle als Nummer 1, Yannick Huth als Nummer 2 und dahinter dann noch Michael Ratajczak und Leon
Brüggemeier. Da ist man somit perfekt aufgestellt, da wird wohl auch nichts mehr passieren. Rechts hinten ist man relativ dünn aufgestellt, da ist man, hat man mit Mohamed Reger einen Verteidiger nur für rechts hinten, der ist natürlich perfekt, der passt perfekt rein, ist ein richtig guter rechter Verteidiger. Dahinter fehlt natürlich eine wirkliche Alternative. Vielleicht können aber auch dort die beiden Youngsters wie Luca Kilian oder Jan-Luca Rumpf schon eine Rolle spielen. Wir werden sehen. Innenverteidigung qualitativ sehr gut aufgestellt mit Sebastian Schröler, Christian Schrodig und Uwe Hünemeyer. Und zudem dann eben noch in der Breite mit Luca Kilian, Leon Fässer und Jan-Luca Rumpf. Und links hinten Jamilo Collins, der eine sehr, sehr starke Zweitliga-Saison gespielt hat. Und dahinter noch Philemon Tavia. Was der jetzt für eine Rolle spielen wird, wird man sehen. Aber klar ist, qualitativ ist man dort auf jeden Fall wirklich in der Abwehr sehr, sehr gut aufgestellt. Im Mittelfeld, da wiegen natürlich die Abgänge von Tekbetey und vor allen Dingen auch von Philipp Clement schwer. Man konnte vor allen Dingen auch Clement noch nicht so ganz ersetzen. Also Klaus Giasula ist natürlich ein sehr, sehr erfahrener Mann, der auch wirklich auch wichtig werden kann in engen Spielen, wenn man sich hinten reinstellen muss. Sebastian Vassiliade ist, der sich enorm gut entwickelt hat, mit 21 Jahren auch noch Entwicklungspotenzial hat. Rifet Kapic, der Neuzugang, 23 Jahre jung, könnte vielleicht so ein bisschen in die Rolle von Clement schlüpfen. Massi Wassey, ob der überhaupt noch Bundesliga spielen will für Paderborn, wird man sehen. Marlon Ritter, ein Zehner. Dann haben wir für die Außen sehr, sehr viele Spieler beim SC Paderborn. Christopher Antwiadjei wird sicherlich auch in der Bundesliga eine zentrale Rolle einnehmen. Tobias Schwede, der schon im letzten Jahr als Neuzugang nicht wirklich eine gute Rolle gespielt hat. Sergio Gucciardo ebenso wenig erfolgreich bislang bei Paderborn. Gerrit Holtmann, der Neuzugang aus Mainz. Philippos Selkos, ähnlich wie bei Gucciardo. Auch er hat keine wirkliche Rolle gespielt. Kauli, der Neuzugang von Duisburg. Kai Pröger ist ja im Winter erst von Essen gekommen aus der Regionalliga und hat in der zweiten Bundesliga komplett überzeugen können. Marcel Hilsner und Johannes Dörfloch, die sind neu, und Felix Trinkut eben der Leihrückkehrer. Auch im Angriff hat man viele Optionen. Sven Michel, der auch in der zweiten Liga schon gezeigt hat, was er drauf hat. Babacar Gueye, der vor allen Dingen auch als Joker erfolgreich war. Ben Zulinski, der gefühlt offensiv überall spielen kann. Streli Mama als weitere Alternative. Dann noch Kiri Shelton, der auch jetzt schon etwas länger bei Paderborn ist. Auch der konnte sich bislang noch nicht wirklich durchsetzen. Mal gucken, wie er es in der Bundesliga so macht. Und Mohamed Kamara, auch das eigentlich ein Spieler, der bislang keine wirkliche Rolle spielte und vielleicht auch in der Bundesliga keine Rolle in der Mannschaft spielen wird. Schauen wir nun mal auf die Gerüchte, die sehr, sehr wichtig sind. Denn bei Paderborn ist sicherlich noch nicht alles abgearbeitet. Fakt ist, man sucht schon noch so einen gewissen Ersatz für Philipp Clement. Es ist sehr, sehr schwierig. Man hat natürlich jetzt schon mit Rapic einen neuen Mann oder mit Kapic einen neuen Mann geholt. Vielleicht wird man dort nochmal zuschlagen. Ansonsten hat man eigentlich seine Hausaufgaben gemacht. Ich habe jetzt hier nochmal drei Namen aufgeführt, die in den letzten Wochen gehandelt wurden, die aber mittlerweile eigentlich auch keine Kandidaten mehr sind. Marvin Bakalotz, ehemaliger Captain, wurde immer wieder mit Paderborn in Verbindung gebracht. Es scheint ja nur so zu sein, dass er bei Hannover 96 bleiben wird. Ansonsten wäre natürlich auch er eine Möglichkeit gewesen. Natürlich ein ganz anderer Spielertyp als Clement, aber für eine Bundesliga-Mannschaft sicherlich wäre er wichtig gewesen. Aber das wird eben nicht passieren. Marius Bülter ist ein Außenbahnspieler. Auch das Thema können wir eigentlich abhaken. Auch er wurde mit Paderborn seine Verbindung gebracht. Mittlerweile hat das aber auch alles abgekühlt und ein Außenbahnspieler, sind wir ehrlich, den braucht Paderborn nicht mehr. Der Name von Jean-Kevin Augustin ist vor allem natürlich aufgetaucht, als Markus Krösche nach Leipzig ging und diese Kooperation, die nun doch nicht vollzogen wird, aufgetaucht ist. Und somit ist auch der Name Augustin in Paderborn sicherlich kein Thema mehr. Und ich glaube auch, er war auch nie ein Thema. Also in Sachen Neuzugängen, glaube ich, wenn überhaupt, holt man auf jeden Fall das zentrale Mittelfeld. Ansonsten ist man schon sehr, sehr breit aufgestellt. Da müsste man erstmal noch andere Spieler verkaufen. Und genau da, zu dem Thema kommen wir jetzt. Leon Fässer ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat, der Paderborn verlassen wird. Man hat mit Schonlau, Strudig und Hünemeyer drei Innenverteidiger, die sich um die zwei Plätze streiten. Zudem noch zwei Talente mit Luca Kilian und Jan-Luca Rumpf. Leon Fässer wird keine Einsatzzeit bekommen. Er wird Paderborn wohl möglich dann auch verlassen, sollte es überhaupt ein Angebot dann auch geben. Bei Massi Wassey ist es ähnlich, auch wenn natürlich Paderborn im zentralen Mittelfeld noch eine weitere Alternative sucht oder wohl möglich sucht, so würde ich es zumindest denken, wenn ich bei Paderborn wäre, wird Wassey, den wir rechts unten auf dem Bild sehen, auch in der Bundesliga-Saison keine wirkliche Rolle spielen. Kommt da ein Angebot, wird er sicherlich Paderborn verlassen. Ich habe vorhin schon über die Flügelspieler gesprochen, über beispielsweise Sergi Gucciardo oder auch Philippos Selkos, die für mich beide Kandidaten sind, wenn ein Angebot kommt. Auf jeden Fall werden sie dann Paderborn verlassen, und das gleiche gilt auch für Tobias Schwede. Er ist ja letztes Jahr mit Magdeburg in die zweite Liga aufgestiegen, dann zu dem Mitaufsteiger eben aus Paderborn gegangen und hat schon in der zweiten Liga-Saison keine wirklich zentrale Rolle eingenommen, wird sich in der Bundesliga natürlich auch nicht ändern.
Deswegen, das sind auf jeden Fall nochmal Spieler, die sicherlich gehen werden. Ebenso wie Felix Trinkut beispielsweise. Oder auch Kiwi Schelt und Mohamed Kamara. Also bei Paderborn wird schon wirklich noch einiges passieren. Kommen wir nun mal zu einem noch spannenderen Thema, denn das ist die Aufstellung und vor allen Dingen auch die Taktik. Also wie geht es Paderborn eigentlich dieses Jahr an? Denn Fakt ist, als Aufsteiger spielt man ja oftmals relativ zaghaft. Man will sich hinten reinstellen, man geht einfach nur auf jeden einzelnen Punkt, den man irgendwie so gerade mitnehmen will. Dieses Jahr habe ich aber das Gefühl, und das ist nicht nur bei Paderborn der Fall, die Aufsteiger wollen die Liga rocken. Sie wollen auch in diesem Jahr als Aufsteiger, als Außenseiter offensiv spielen. Und genauso will es Paderborn auch machen. Steffen Baumgart hat einen ganz bestimmten Spielstil. Das ist Offensivfußball, vor allen Dingen aber auch Kombinationsspiel und eine ganz, ganz spezielle Wucht nach vorne. Und genau das haben sie in der dritten Liga gezeigt, da sind sie aufgestiegen. Haben sie in der zweiten Bundesliga gezeigt, sind sie aufgestiegen. Und das wollen sie nun auch wirklich auch in der ersten Fußball-Bundesliga zeigen. Und genau der Ansatz gefällt mir. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut, dass sie mutig sein wollen, dass sie eben auch offensiv spielen möchten. System ist relativ klar, entweder ein 4-4-2 oder auch ein 4-1-4-1. Aber in dem Fall müsste man auf jeden Fall nochmal das zentrale Mittelfeld stärken. Schauen wir mal rein in die Aufstellung. Leopold Zingerle, wie gesagt, ist die klare Nummer 1. Viererkette stellt sich für mich auf jeden Fall auch von selbst auf. Dreger ist rechts hinten ganz klar gesetzt. Collins links hinten, dann in der Innenverteidigung. Hünemeyer erkennt die Bundesliga aus dem Jahr mit Paderborn. Neben ihm sicherlich Sebastian Schonlau gesetzt. Christian Strodig muss sich erst einmal hinten ranstellen. Aber auch der hat sicherlich gute Chancen dort zu spielen. Doppel 6 stellt sich aus meiner Sicht aktuell von selber auf, weil da einfach die Alternativen fehlen. Vassiliades ist auf jeden Fall gesetzt. Neben ihm sicherlich vorerst Kapic. Giasula ist sicherlich erst einmal ein Backup. Also wenn da noch einer kommen könnte, wäre es sicherlich gut. Wenn nicht, werden Kapic und Vassiliades in die Saison hineinstarten. Auf den Flügeln hat man bei Paderborn sehr, sehr viele Möglichkeiten. Deswegen habe ich auch schon Kai Pröger, der eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt hat und sicherlich auch gute Chancen hat, Stammspieler zu sein, nach vorne gezogen. Auf den Flügeln würde ich erst einmal auf Holtmann und Antwia Jay setzen. Aber ich bin auch sehr, sehr gespannt auf beispielsweise Dörfler, was der zeigen wird. Und dann eben vorne Sven Michel wird sicherlich erst einmal gesetzt sein. Kai Pröger neben ihm, weil man eben kombinieren will. Babacar Gueye wäre dann eben wieder eine Möglichkeit, eben auch Mamba, um ihn später im Spiel einzuwechseln. Also so würde ich zumindest Paderborn Stand jetzt aufstellen. Wir haben schon ein bisschen über ihn gesprochen und vor allen Dingen auch über den Spielziel. Nun reden wir auch mal ein bisschen eben logischerweise über den Trainer des SC Paderborn, der diesen Erfolg mit seiner Mannschaft zusammen, was ganz wichtig zu sagen ist, was er auch immer gerne sagen möchte, gebracht hat. Sein Name natürlich Steffen Baumgart. Ich denke mal, jeder von euch kennt ihn mittlerweile. Er hat sich seinen Namen gemacht und er ist ja auch seit April 2017 bei Paderborn. Damals ging es gegen den Abstieg aus der dritten Liga. Er konnte ihn zwar nicht verhindern, dank den Lizenzen von 1860 durfte Paderborn trotzdem drin bleiben und er hat auch wirklich alles gegeben. Also hätte man ihn vorher schon geholt, wäre man womöglich gar nicht abgestiegen. Danach ging es rasant bergauf. Der 47-Jährige führte den SCP von der dritten Liga als eigentlich Absteiger in die Fußball-Bundesliga. Das ist einfach eine wahnsinnige Geschichte. Und, was ich vorhin auch schon gesagt habe, der Spielstil war in jeder Liga gleich. In der dritten Liga offensiv, zweite Liga als Aufsteiger offensiv und nun wollen sie es auch genauso in der ersten Fußball-Bundesliga machen. Und, was ein ganz, ganz wichtiger Fakt ist, der für ihn als Trainer spricht und sicherlich auch für die Neuzugänge spricht, er verbessert die Spieler, die er hat. Das betrifft einen Clement, der vorher in der Bundesliga kein Bein auf den Boden bekommen hat bei Mainz 05. Das betrifft natürlich auch einen Tekbetey, der auch zuvor bei Schalke nie eine Rolle gespielt hat. Das sind nur zwei Paradebeispiele und es gibt noch so viele andere, wie Schonlau, wie Vassiliades, wie Sven Michel. Ach, da können wir die ganze Mannschaft durchgehen. Also der Mann, dieser Trainer verbessert Spieler und er passt perfekt zum SC Paderborn. Aber abschließend ist natürlich jetzt die große Frage, was können wir als Fans, was können allgemeine Zuschauer und vor allen Dingen auch was können die Paderborner selber von sich oder wir eben an die erwarten? Sie sind ein Aufsteiger, das heißt, sie sind im Abstiegskampf wiederzufinden. Ich finde es sehr, sehr mutig und genau richtig, wie sie die Saison angehen. Sie wollen angreifen, sie sagen selber, wir sind der Größte oder wir sind Außenseiter. Nicht der Größte, sie sind Außenseiter. Das sagen sie selber und genau damit haben sie auch recht. Aber mit ihrer offensiven Spielweise können sie sicherlich viele überraschen und man muss auch mal sehen, als sie das erste Mal Bundesliga gespielt haben, war die Hinrunde mit 19 Punkten gut, die Rückrunde mit gerade mal 12 Punkten war es, glaube ich, schwach. Packt man es jetzt, eine gesamte solide Saison gut zu spielen, bin ich mir sicher, dass Paderborn gute Chancen hat, den Klassenverbleib hinzukriegen. Es wird schwierig, aber mit der offensiven Herangehensweise, mit dem Glauben an sich selbst, bin ich mir sicher, dass Paderborn auch nächstes Jahr Bundesliga spielen kann.
Also, das war der Bundesliga-Check über Paderborn. Ich finde, es war ein sehr, sehr interessantes Team. Ein äußerst interessantes Team, weil dort viel passiert ist und womöglich auch noch etwas passieren wird. Es ist ein Aufsteiger, der mutig rangeht und sicherlich auch dieses Jahr eine Chance hat, den Ligaverbleib zu packen. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem VfL Wolfsburg, Hertha BSC oder RB Leipzig. Stimmt gerne ab und dann sehen wir uns genau dort wieder.